Es ist Fütterungszeit im Bärenwald Müritz. Rocco bekommt Fleisch und frisches Gemüse von Tierpflegerin Christine Bauch. Doch so gut wie jetzt ging es dem Braunbären nicht immer. Der 2010 geborene Rocco fristete ein Leben als Haustier in einer Privathaltung in Albanien, in einem winzigen Käfig ohne Schutz vor der Witterung. 2019 dann gab es glücklicherweise die Möglichkeit, Rocco aus seiner schlechten Haltung zu befreien und in den Bärenwald Müritz zu bringen. Die international agierende Tierschutzstiftung Vier Pfoten, welche auch den Bärenwald Müritz betreibt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, geretteten Bären ein naturnahes Zuhause zu bieten. Das bedeutet, die Bären haben hier unheimlich viel Platz. Die haben die Möglichkeit, zu buddeln, zu graben, zu baden, sich zurückzuziehen in den Wald. Also die Gehege sind, also der ganze Bärenwald hat 16 Hektar in 9 Gehegen. Und da sieht man schon, wie groß die Gehege sind. Die Bären werden nicht zur Schau gestellt, sondern hier hat das Wohl des Bären oberste Priorität, sondern hier richtet sich alles danach, dass es den Bären gut geht. Damit das Wohlergehen der Braunbären gewährleistet werden kann, ist Tierpflegerin Christine Bauch täglich mit ihren Kolleginnen und Kollegen unterwegs. Dabei ist wichtig, Bären können gefährlich sein und müssen immer eingesperrt werden, bevor ein Gehege betreten werden kann. Sobald das geschehen ist, macht sich das Team an die Arbeit, sogenannte Enrichments zu installieren. Das sind Spielzeuge kombiniert mit Futter, um die Bären zu beschäftigen und auch etwas aus der Reserve zu locken, um somit das Leben im Gehege abwechslungsreicher zu gestalten. Für die Tierpflegerinnen und Pfleger ist der Umgang mit den Braunbären etwas Besonderes. Also auf jeden Fall muss man sehr vorsichtig sein, weil Bären einfach Wildtiere sind, die einen auch verletzen können. Also wir haben keinen direkten Kontakt mit den Tieren. Also wie man das vielleicht denkt, dass wir hier die Bären kuscheln oder sowas, sowas gibt es nicht. Wir sind dafür da, die Tiere zu füttern. Wir machen die Gehege sauber und gucken natürlich, dass es den Tieren gut geht. In den früheren Haltungen der Bären gab es niemanden, der geguckt hat, ob es den Bären gut geht. Sei es in kleinen Zwingern auf dem Hinterhof oder im Zirkuswagen. Der Bärenwald Müritz hat mehrere Ausstellungsstücke auf dem Gelände, die verdeutlichen, wie grausam einige Haltungsmethoden sind und wie die Bären leiden und welche psychischen Schäden sie davontragen. Felix war hier im Bärenwald zu Beginn sehr zurückhaltend und etwas scheu. Der Anblick der Bären in den anderen Gehegen löste bei ihm manchmal eine Schreckensreaktion aus. In wildem Galopp lief er dann durchs Gehege und beruhigte sich nur langsam. Auch Bären, die Verletzungen davongetragen haben, erinnern eindrücklich an schlechte Haltungsmethoden. Über diese möchte der Bärenwald Müritz aufklären, um nachhaltig etwas in der Gesellschaft zu verändern und ein Bewusstsein zu schaffen. Also klar, man kann hier einen schönen Tag erleben, aber gleichzeitig wünschen wir uns, dass Menschen auch was mitnehmen und vielleicht darüber nachdenken, wie viel Tierleid es gibt, wie viel Tierleid man selber akzeptieren möchte. Und wir haben unterschiedliche Ausstellungsobjekte, wo wir darauf hinweisen, das deutlich machen. Aber das Leben der Bären ist schon immer ein gutes Beispiel dafür, wie schlecht ein Bärenleben, ein Tierleben sein kann. Und wenn Menschen sich zusammentun, wie gut es aber sie oder wie es man es zum Besseren verändern kann. Auf dem 16 Hektar großen Areal leben derzeit 11 Braunbären, welche nach den früheren Strapazen nun ein schönes, möglichst naturnahes und unbeschwertes Leben führen können. Das verdanken sie den vielen Tierschützerinnen und Tierschützern, die das tagtäglich möglich machen. Ein solches Projekt benötigt allerdings auch Unterstützung. Informationen und Supportmöglichkeiten finden sich auf der Internetseite des Bärenwaldes.